hasse Musik. Wenn man mich fragt, ist Musik einer der Gründe, warum alles zum Teufel geht. Jedes Mal, wenn ich Musik hörte, als ich noch Musik hörte, war mir, als müsste ich alles aufgeben. Mag sein, Musik hilft einem Zugehörigkeit zu verspüren und Grenzen aufzulösen zwischen sich und der Welt, sich und der Gruppe oder so ein Scheiß. Aber wenn man mich fragt, sind Leute, die zu irgendeinem Emanzipationsrhythmus auf- und niederhüpfen, das Gefährlichste, was es gibt. Musik schafft hirnlose Einigkeit, sonst nichts. Musik steht für Verantwortungsverdrängung. Wenn du eine Pause brauchst, Luft holen, mal verschnaufen willst, bist du ein Warmduscher. Wenn du mal aus allem raus willst, bist du Scheißfeige. Musik ist Feigheit. Wer Musik hört, vergisst auf einmal die unumstößliche Tatsache, dass er Mutterseelen allein ist. Und er wird es immer sein. Er befindet sich auf einmal mit seiner Umwelt im Einklang. Und das ist eine widerliche, ja gefährliche Empfindung. Eine kleine Weile lang lebt er in dem Glauben, dass Selbstwürde